Ja, hallo und willkommen zum zweiten Teil zum Bau der Drehachse für meine CO2-Lasermaschine. Wir werden uns heute die Fortschritte in der Konstruktion ansehen. Sehen wir uns mal an, was ich in der Zwischenzeit hingepinselt habe. Ich habe eh schon im ersten Teil erwähnt, dass ich hier eine Anpassung vornehmen werde oder es zumindest andenke bezüglich der Verstellbarkeit der beiden Rollen. Wie man hier sieht, habe ich hier über entsprechende verstellbare Hebel nun die Rollen separat gelagert mit jeweils einem eigenen Riemen, um den Abstand zueinander verstellen zu können und damit dann auch ein sehr breites Einsatzspektrum, was den Durchmesser der Bauteile angeht, zu erreichen. Wenn wir uns jetzt mal ansehen, ein klassisches zylindrisches Trinkglas ist natürlich jetzt dann mal kein Thema hier aufzulegen. Ich bin aber auch außerdem auf eure Kommentare eingegangen und möchte jetzt auch die Möglichkeit vorsehen, ein nicht zylindrisches Glas bearbeiten zu können. Hier steht man ja vor der Herausforderung, dass das Glas an beiden Enden unterschiedlich hoch gelagert sein muss, um das Glas in einer Ebene gravieren zu können. Wenn wir uns das jetzt mal ansehen, hier habe ich ein entsprechendes Glas vorbereitet. Hier ist der Ansatz der, dass ich hier hinten höhenverstellbare Walzen montiere. Die können dann so ausgerichtet werden, dass das Glas an der Oberkante eine Horizontale bildet. Und zusätzlich gibt es hier auch noch einen Anschlag, der entsprechend über ein Langloch eingestellt werden kann und die Höhe der Rolle auf der Gewindestange, um das seitliche Wandern des Glases zu verhindern. Über die Verstellbarkeit der einzelnen Komponenten, der Rollen zueinander, des Anschlages in der Höhe und in der Position und auch der Höhe dieser Walzen sollte man dann schon ein recht breites Einsatzspektrum erreichen können, wo dann wirklich die meisten Geometrien und die meisten Bauformen an Gläsern und sonstigem Equipment bearbeitet werden können. Aufgebaut wird das Ganze, wie beim letzten Mal schon erwähnt, aus 4 mm Sperrholz. Hier sind momentan 25 mm Aluminiumrohre vorgesehen. Die Komponenten sollten alle im Baumarkt verfügbar sein. Für die anderen Komponenten, wie die Riemenräder, die Zahnriemen, den Schrittmotor, die Rollen für die entsprechenden Auflagen und den Anschlag, werde ich euch, sobald die Konstruktion steht, die Bezugsquellen im nächsten Video zur Verfügung stellen. So viel für heute zu den Fortschritten in der Konstruktion. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wenn ihr vielleicht noch Verbesserungsvorschläge habt. Die kann ich dann vielleicht noch bis zum nächsten Teil einfließen lassen. Beim nächsten Mal starten wir dann schon mit der Fertigung der Bauteile und mit dem Aufbau der Drehachse. Wenn euch das Thema interessiert, freue ich mich, wenn ihr einen Daumen und ein Abo dalasst und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis bald. Ciao.